l'islam, c'est les femmes et les œufs. On ne veut pas mourir à l'hôpital. C'est le mercredi au ciel bleu. Women and eggs, we don't want to die in hospital. Frauen und Eisprung, wir wollen nicht im Krankenhaus sterben. Thema ist die Patientenverfügung. Es gibt dazu ein Handbuch der Verbraucherzentrale, das Vorsorgehandbuch. Ich befinde mich beim letzten Kapitel, beim letzten Thema im Kapitel Patientenverfügung. Es gibt auch noch die Kapitel Vorsorgevollmacht, Betreuungsverfügung und Testament. Es geht um den Organspenderausweis, das sind die Seiten 23 und 24. Es gibt einen roten Kasten, es gibt einen Tipp und bevor ich anfange, möchte ich nochmal auf den roten Kasten auf der Seite 22 hier unten hinweisen. Fragen und Formulierungshilfen für die Patientenverfügung. Im hinteren Teil des Buches stehen allgemeine Fragen, die Ihnen helfen, Ihre persönlichen Vorstellungen zu medizinischen Behandlungen und zum Sterben aufzuschreiben. Das sind die Seiten F3 bis F8. Im Anschluss finden Sie Formulierungshilfen für die Patientenverfügung. Ich hatte gesagt, dass das alles relativ privat ist und dass ich den Personenkreis klein halten möchte. Ich habe da lange drüber nachgedacht und habe mir überlegt, dass ich habe mir sogar eine ziemlich teure Kamera dafür gekauft, mich an den Computer setze und den Bildschirm abfilme und eine Patientenverfügung verfassen werde, dabei dann das beachte, was ich hier im Buch gelesen habe. Das Mikrofon steht dabei vor mir, man kann mich also hören und man kann den Bildschirm sehen. Ja, das Ganze ist meiner Meinung nach schon relativ komplex und ich möchte das so tun. Danach werde ich werden gucken, wo ich die aufbewahre und hinterlege. Wahrscheinlich geht die per Post ans Gericht. So. Organspendeausweis. Wie gesagt, es gibt einen orangen Kasten und einen Tipp. Ich lese vielleicht erstmal den orangen Kasten vor. Muss ich einen Organspendeausweis haben? Nein, aber auch wer keine Organe spenden möchte, sollte darüber nachdenken, eine entsprechende Erklärung mit sich zu führen. Sie ist zum einen das klare Signal an die Ärzte, dass eine Zustimmung durch Angehörige nicht in Betracht kommt und zum anderen ist wegen der anderen Voraussetzungen in manchen Ländern ohne eine solche Erklärung die Organentnahme die Regel. Dies gilt auch für verstorbene deutsche Staatsangehörige. Also es gibt Länder, wo man, wenn man kein Dokument dabei hat, das sagt, ich möchte keine Organe entnommen bekommen, die Organe trotzdem entnommen bekommt, weil das der Regelfall ist. Ich weiß jetzt nicht mehr auswendig, wo das war. Ich meine, in Österreich sei das der Fall zum Beispiel. Würde ich mich aber jetzt nicht festlegen. Deshalb sollte man dazu eine Erklärung dabei haben. Aber man muss keinen Organspendeausweis haben. Gut. Und den Tipp, weil er so wichtig ist, lese ich vielleicht vorher auch nochmal vor und dann an der entsprechenden Stelle. Tipp, bewahren Sie den Organspendeausweis so auf, dass er im Notfall gefunden werden kann. Viele Menschen tragen ihn zum Beispiel im Portemonnaie mit sich. Ja, ich würde den dann zum Ausweis legen. Gut, so. Der Organspendeausweis.
mit dem eigenen Tod anderer Menschen das Leben oder die Linderung schlimmer Krankheiten schenken. Mit dem eigenen Tod anderen Menschen das Leben oder die Linderung schlimmer Krankheiten schenken. Das ist eine Idee, die viele Menschen über einen Organspender, über eine Organspende nachdenken lässt. Mit einem Ausweis können sie ihre Bereitschaft kundtun. Mit dem eigenen Tod anderen Menschen das Leben oder die Linderung schlimmer Krankheiten schenken. Das ist eine Idee, die viele Menschen über eine Organspende nachdenken lässt. Mit einem Ausweis können sie ihre Bereitschaft kundtun. Mittlerweile sind es nicht mehr nur Nieren, Herz, Leber und Lunge, sondern auch Bauchspeicheldrüse, Darm, Teile der Haut oder die Hornhaut der Augen, Gehörknöchelchen, Sehnen und Knochengewebe, die von einem Menschen zum anderen übertragen werden können. Viele Menschen können sich eine Organspende nach dem Tode vorstellen. Viele Menschen können sich eine Organspende nach ihrem Tode vorstellen. Tatsächlich kommt es bei uns aber viel seltener als in anderen europäischen Ländern zu einer Spende. Das liegt unter anderem an unterschiedlichen gesetzlichen Voraussetzungen. So können etwa in Österreich oder Spanien jedem verstorbenen Organ entnommen werden, es sei denn, es liegt eine ausdrückliche Verbotserklärung vor. In Deutschland ist die Organentnahme nach dem Tod nur dann erlaubt, wenn der Verstorbene dem zu Lebzeiten ausdrücklich zugestimmt hat oder die Angehörigen damit einverstanden sind. So, da sind zwei dickgedruckte Passagen drin, deshalb lese ich das nochmal vor. In Deutschland ist die Organentnahme nach dem Tod nur dann erlaubt, wenn der Verstorbene dem zu Lebzeiten ausdrücklich zugestimmt hat oder die Angehörigen damit einverstanden sind. Wer sich also dazu entschließt, Organe zu spenden, muss dies ausdrücklich kundtun. Dies geschieht meist über einen sogenannten Organspenderausweis. Dabei handelt es sich um eine schriftliche Erklärung, ob und in welchem Umfang Organe entnommen werden dürfen. Man muss zum Beispiel festlegen, dass nur bestimmte Organe transplantiert werden dürfen. Okay, ich habe einen Fehler beim Vorlesen gemacht. Man kann zum Beispiel festlegen, dass nur bestimmte Organe transplantiert werden dürfen. Also, wer Organe spenden möchte, muss das ausdrücklich kundtun. Das geschieht mit einem Organspenderausweis. Es ist eine schriftliche Erklärung, in welchem Umfang die entnommen werden dürfen. Man kann zum Beispiel festlegen, nur bestimmte Organe zu spenden, die dann transplantiert werden. Gut, das habe ich verstanden. Nächste Seite. Jetzt kommt der Tipp, den ich schon mal vorgelesen habe. Tipp: Bewahren Sie den Organspenderausweis so auf, dass er im Notfall gefunden werden kann. Viele Menschen tragen ihn zum Beispiel im Portemonnaie mit sich. Auch wenn sich die Bezeichnung Ausweis sehr offiziell anhört, ist keine besondere Form für diese Erklärung vorgeschrieben. Die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, BZGA, bietet Vordrucke an und berät kostenlos zur Organspende. Telefon der BZGA, der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, ist die 0800 90 40 400. Jeder Mensch kann seine Bereitschaft zur Organspende erklären. Eine ärztliche Untersuchung ist dazu ebenso wenig erforderlich wie körperliche Gesundheit. Basis für die Regelung ist das Transplantationsgesetz. Dort ist geregelt, wann die Organe entnommen werden dürfen, wie also der Tod des Spenders festzustellen ist. Krankenkassen und private Versicherungsunternehmen sind verpflichtet, ihren Versicherungen regelmäßig Informationsmaterial zuzusenden
und sie um eine Entscheidung zur Organspende zu bitten. Niemand muss dieser Bitte nachkommen. Die Entscheidung ist freiwillig. Es gibt auch keine Rückmeldepflicht oder Listen mit Organspendern. Auf der neuen elektronischen Gesundheitskarte wird die Entscheidung nicht registriert. Sie können alle Festlegungen jederzeit abändern. Einfach den Organspendeausweis vernichten und einen neuen aufsetzen. Krankenkassen und private Versicherungsunternehmen sind verpflichtet, ihren Versicherten regelmäßig Informationsmaterial zuzusenden und sie um eine Entscheidung zur Organspende zu bitten. Niemand muss dieser Bitte nachkommen. Die Entscheidung ist freiwillig. Es gibt auch keine Rückmeldepflicht oder Listen mit Organspendern. Auf der neuen elektronischen Gesundheitskarte wird die Entscheidung nicht registriert. Sie können alle Festlegungen jederzeit abändern, einfach den Organspendeausweis vernichten und einen neuen aufsetzen. Gut. Das war's. Damit ist das Kapitel beendet. Ich mache weiter, indem ich eine Patientenverfügung formuliere. Dabei wird der Computerbildschirm abgefilmt und es gibt vor mir ein Mikro. Ich bin dabei nicht zu sehen. Ich sage aber, was ich da gerade tippe. Ja, und man kann sich das in Ruhe ansehen, wie ich das mache. Ich weise auch nochmal dann auf die Punkte hin in dem Buch, die ich gerade versuche zu beachten. Ja. Ich habe was zu tun. Sie hoffentlich auch. Tschüss.